Faltengebirge gibt es fast überall auf der Erde. Für Geologen sind diese Gebirgsketten wie die Alpen oder auch der Himalaya noch junge Gebirge. Wäre die gesamte Erdgeschichte in nur einem Jahr abgelaufen, hätte die Entstehung dieser Gebirge erst in den letzten Dezembertagen begonnen. Über etwa 10.000 Kilometer zieht sich ein gewaltiger Gebirgsgürtel von West nach Ost um die halbe Welt. Er beginnt im Nordwesten Afrikas und erstreckt sich von den Pyrenäen über die Alpen, den Apennin, das Balkangebirge und die Karpaten in Europa bis hin zu Kaukasus, Elbrus und Zagrosgebirge, Hindukusch und Himalaya in Asien. All diese Gebirge sind Faltengebirge. Europas größtes und höchstes Hochgebirge sind die Alpen. Als breiter Gebirgsbogen erstrecken sie sich über mehr als 1200 Kilometer zwischen Mittel- und Südeuropa. Von der Mittelmeerküste bei Nizza in Frankreich bis in die Nähe von Wien in Österreich. Die höchsten Gipfel erreichen weit über 4000 Meter. Der Mont Blanc in Frankreich überragt mit 4810 Metern alle anderen. Selbst im Sommer liegt dort Schnee. Deutschlands höchster Berg ist die Zugspitze. Ihr goldenes Gipfelkreuz glänzt in 2962 Metern Höhe.